Moin Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Hyrule Warriors. Wir legen nun endlich los mit dem Hero Mode. Und wie bereits erwähnt, habe ich immer einen Co-Kommentator dabei, mit dem ich über ein gewisses Thema rede. Und in diesem Part ist der gute Lolli LP. Guten Tag. Den gebührt die Ehre, hier mit mir zu starten in der ersten Mission im Hero Mode. Und ja, Level 100 ist die Levelgrenze, als ich im Miiverse nachgefragt habe. Ich hoffe, dass Level 97 auch schon ausreicht. Level 100 habe ich nicht geschafft mit den Charakteren. Das wisst ihr aber auch schon, weil gestern kam ein Part auf der Schattenkarte online. Und ja, des Weiteren, die Cutscenes werden rausgeschnitten, also die überspringe ich jedes Mal, weil ihr habt die wahrscheinlich eh schon gesehen. Ich habe nämlich gemerkt, ein paar Leute gucken die sowieso nach, die ganzen Videos. Props an euch. Und ja, der gute Lolli darf jetzt erstmal raten, der wievielte Part das hier sein könnte. Also, bist du schon über die 500er-Grenze? Nein, noch nicht. Okay. Ich bin immer bei der 100er. Ja, aber ich glaube, das war... Schätze, ne? Also, dass es über 150 sind, weiß ich. Und, ja, wie schon gesagt, das ist unter 200. Ich schätze auf 180. Das ist der 170. Part. Nah dran! Okay. Ja, und gut, 10. Ja, mein Gott. Ja, ich denke, wir legen dann mal los. Link, auf was hast du Bock? Einhänder? Ich glaube, Einhänder ist stärker als Masterschwert, aber ich nehme das Masterschwert, weil ich da das Bannschwert noch bekommen muss. Also das Siegel hier brechen mit 22.000 Gegnern, die ich noch besiegen muss mit dem Masterschwert. Das dürfte eine ganze Menge Arbeit sein. Und ich krieg jetzt hier durch den Hero Mode auch nicht allzu viele Kills hin. Es gibt des Weiteren hier beim Hero Mode noch eine Skulltula in jeder Mission. Sollte ich die beim Hero Mode nicht hinbekommen, bekommt ihr das am Ende dann einfach eingeblendet, wie ich das dann nochmal auf schwierig versuche. Aber ich gebe natürlich mein Bestes, das direkt beim Hero Mode zu schaffen. Gut, dann legen wir los mit der ersten Mission im Hero Mode. Die erste Cutscene wird übersprungen und dann übergebe ich das Wort an dich. Was für ein Thema haben wir uns denn heute rausgesucht? Ja, heute sprechen wir total super toll über die Nintendo Direct. Bisschen verspätet. Bisschen verspätet, aber das ist okay. Ist okay. Das ist okay. Alles klar. Während jetzt hier die Anfangssequenz läuft, würde ich dann einfach mal sagen, wir starten direkt mit dem ersten Thema, das erste große Thema von dem Spiel, das jetzt auch demnächst erscheinen wird, und zwar Star Fox Zero. Weiß nicht, bist du Star Fox Fan? Das ist eine gute Frage. Also, ich muss sagen, ich habe mit Star Fox eigentlich nichts am Hut gehabt, bis ich auf dem Flohmarkt, irgendwie vor, keine Ahnung, 4 Monaten oder so, habe ich auf dem Flohmarkt Lilith Wars, also fürs SNES, für 10 Euro gesehen und dachte mir, okay, das nehme ich immer mit. Und dann habe ich es angefangen. Und war schon cool. Also irgendwie, ich muss sagen, ich freue mich drauf. Da ich mich mit Star Fox jetzt absolut nicht auskenne, Lilith Wars, ist das so wie das Neue, was jetzt rauskommt, Star Fox Zero, oder war das komplett was anderes? Vom Gameplay her. Also ich muss dazu sagen, ich hab's nicht lang gespielt. Also, nee, Starwing steht hier. Starwing. Okay. SNES. Starwing. Also, und erinnerst du dich noch an das Gameplay? Das Gameplay war ein bisschen ruckelig, ein bisschen zu viel fürs SNES, daran kann ich mich erinnern. Das war echt schlimm, also... Aber hat man da das Flugzeug gesteuert oder war das irgendwie ja. Jump'n'Run? Also doch so was wie das Neue jetzt, was rauskommt, Star Fox Zero. Ja, also es ist definitiv mehr wie das Neuere als zum Beispiel Star Fox Adventures. Ja. Aber... Davon habe ich gehört. Es ist schon immer noch was anderes. Also... Okay. Ja, du hast halt kein Gamepad, wo du drauf guckst und wo du dann eine andere Perspektive hast. Wie ja, ist ja irgendwie ich wollte halt nur wissen, dass, ob das jetzt hier die Richtung von Star Fox Zero ist oder eine komplett andere Richtung. Nein, also da waren sie schon, haben sich schon nach den Wurzeln hergerichtet.
Na dann, ja. Meine Antwort dürftest du wahrscheinlich kennen, ob ich mir das Spiel zulege. Wie sieht's bei dir aus? Das ist auch eine interessante Frage. Ich glaube schon. Ich glaube, ich mach das. Wieder wenig bei Kasse, oder was? Ich bin immer wenig bei Kasse. Ich hole mir die ganzen E-Shop-Titel. Ich habe keine Ahnung, wo das Geld die ganze Zeit herkommt. Und du bist immer knapp bei Kasse. Ja, ich weiß nicht. Hier sollte mal Zeitung austragen gehen oder sowas. Wirklich. Ein bisschen nebenbei verdient. Ja, ich habe mir letztens Pokémon Super Mystery Dungeon geholt. Ah, und den Pokémon Rot für Virtual Console. Aber wir schweifen vom Thema ab. Ich werde mir das Spiel definitiv nicht holen, weil, wie gesagt, ich bin absolut Star Fox No. Bei mir auf dem Kanal könnt ihr damit kein Let's Play rechnen. Gebe ich die Frage weiter. Ja, eine kurze Frage. Zu dir, hast du schon mal gespielt? Oder Star Fox? Oh, komplett gar nicht. Komplett nicht, nee. Noch nie. Irgendein Teil. Ich habe nur Star Fox Adventures habe ich mal gesehen. Das ist halt so ähnlich wie Zelda, habe ich gehört. Und stelle ich mir auch richtig cool vor. Aber unbedingt spielen müsste ich das jetzt nicht. Ja, ich würde es mal ausprobieren. Das ist echt eigentlich schon ziemlich cool. Finde ich. Was ich demnächst mal ausprobieren will, ist Crash Bandicoot. Oh, das ist auch schön. Darf ich den... Ich glaube, da gab es einen Teil für Game Boy Advance. Ja, für Game Boy Advance gab es sehr viele Teile sogar. Okay. Ja, davon habe ich mal einen gespielt. Den, da war ich irgendwie 8 aber oder so. Ich würde gern die neuen GameCube und Wii-Teile spielen. Also für GameCube gab es einen Teil und für Wii gab es dann auch noch einen Teil. Und der für Wii erinnert mich irgendwie an die SpongeBob-Spiele und den würde ich dann irgendwie doch gerne mal probieren. Okay. Nein, ich weiß nicht, ich glaube, also viele Leute sagen, dass die für PlayStation 1 die geilsten waren, also die besten. Ja, kann ich mir vorstellen. Das waren halt die ersten 3 Teile, ne? Ja, genau. Aber ich habe halt keine PlayStation und du kennst, wie ich zu Emulatoren stehe. So, Star Fox Zero kommt in einen Bundle raus, zusammen mit Star Fox Guard. Ich habe absolut keine Ahnung, was Star Fox Guard ist, da wurde ja irgendwas gezeigt, glaube ich, oder? Ja, ich weiß nicht, vor 2 Jahren, glaube ich, auf der E3 hat Miyamoto mal so ein Spiel gezeigt. Da habe ich mich wirklich letztens auch sogar gefragt, was haben die damit gemacht? Das haben die jetzt damit gemacht. Wo du irgendwie mit ganz vielen Kameras, die du auf dem Fernseher siehst, irgendwas überwachen musst. Aber ich habe das auch nicht so richtig verstanden. Alles klar, dann bin ich da wenigstens nicht der Einzige. Kommt halt in einem Bundle raus. Die 2 Spiele, Star Fox Zero und Star Fox Guard. Wie gesagt, ich bleib dabei... Interessiert mich null. Ja, okay. Und also ich weiß nicht, du hast ja noch gefragt, ob man bei mir mit dem Let's Play rechnen kann. Ja, genau. Ich glaube auch nicht. Also ich habe es mal bei Yoshi's Woolly World probiert, zum Beispiel ein Let's Play, so ein Blind Let's Play zu machen, aber das traue ich mir echt nicht zu. Also Blind Let's Plays ist irgendwie so ein Ding, ich weiß nicht. Da kannst du ja auch direkt ein bisschen Werbung für dich machen, weißt du. Was gibt's denn derzeit so auf deinem Kanal? Ja, bei mir gibt es kein Star Fox. Guckt bei mir vorbei. Uiuiui, was bei mir so gibt. Als letztes habe ich Portal Let's Played. Ah, ja, habe ich gesehen. Die Samtness, die erkennt man. Ja, 4 Parts sind's geworden. Kurzer Spoiler, ich werde nicht da stehen und jedes Rätsel lösen, weil ich dieses Spiel leider auswendig kenne. Ich habe es mir für Steam gekauft letztens und habe es einfach 3-mal hintereinander durchgespielt, okay, weil ich so gut war. Was ist dein nächstes Ziel? Let's Play? Was folgt noch? Du hättest jetzt Platz für Star Fox Zero. Nee, sorry. Also, da bin ich komplett ausgebucht, ja. Also ich hab Katamari Damashi. Okay. Kennst du das? Katamari? Klingt japanisch. Ey, voll cool. Weißt du, du hast einfach eine Kugel und rollst damit Gegenstände auf und wirst größer. Und dann kannst du größere Gegenstände aufrollen damit. Ultra cooles Spiel. Nee, das habe ich mir absolut halt nichts. Ja, okay, also das kommt. Was kommt noch? Ich weiß nicht. Pikmin 2? Habe ich vor. Hast du ja auch nichts mit am Hut mit Pikmin? Nee, absolut nicht. Nee. Was war denn da noch? Life is Strange, genau. Life is Strange. Unheimlich schönes Spiel. Aber das dauert noch ein bisschen, weil das muss ich noch aufnehmen. Ja, alles und sonst gut. Mal gucken. Na dann,
Ja, jetzt habt ihr einen Einblick in meinen Kanal. Der Link ist in der Beschreibung zu dem Kanal. Wie nett. Könnt ihr mal vorbeigucken. Ja. So, machen wir weiter. Ich glaube, Star Fox ist so gut wie es geht abgehakt, oder? Ja, also ich hätte auch nicht mehr so viel beizusteuern. Außer, doch, eine Sache noch. Leute meckern rum, weil das Spiel schlechte Grafik hat. Ich verstehe das nicht. Ich finde, der neueste Trailer, da ist die Grafik voll super. Da es mich relativ wenig interessiert und ich den Livestream krank im Bett auf mein Handy geguckt habe und ich kurz am Einpennen war, habe ich auch relativ wenig davon mitbekommen. Die meisten auf meinem Kanal wissen ja sowieso, dass ich jetzt die ganze letzte Woche komplett krank war. Ja, ich habe mich schon gefragt, ich habe mal geguckt und plötzlich waren in einem meiner Abo-Box gar keine Videos mehr von dir. Da habe ich mich gefragt, was ist denn los? Was ist denn los mit dem Ultra? Da wisst ihr jetzt auch, wie ich den Livestream geguckt habe. Krank im Bett auf dem Handy. Ja. Kurz am Einpennen. Dinge immer so spät kommen. Die Sache ist halt auch, wo ich krank war, war ich total müde die ganze Zeit über. Ich habe, glaube ich, gepennt wie ein Baby die ganze Zeit. Keine Ahnung, woran das lag. Gut, die große Neuerung hebe ich noch ein bisschen auf. Also die große Ankündigung von Nintendo. Ich glaube, du dürftest wissen, um was es geht. Ah. Und aus dem Grund springen wir einfach direkt weiter zu dem nächsten Thema. Nicht groß, das verkleinert ist nur ein Update. Und zwar zu Super Mario Maker. Die roten Münzen, was gab es sonst noch? Die Stachelsäulen. Schlüssel und Schlüsseltüren. Dürfte es gewesen sein. Sind dazu gekommen, kostenloses Update, wenn ihr könnt ihr euch runterladen, beziehungsweise vielleicht lädt es bei euch auch automatisch runter, bei mir lädt es halt immer automatisch runter, ich kann nicht mal sagen, ja, nein, brauche ich nicht, will ich nicht, ist halt einfach da, auf einmal. Ja, was hältst du davon? Schlüsselmünzen. Also ich muss sagen, irgendwie war das letztens so der Grund, warum ich mir dachte, okay, ich sollte mal Mario Maker Let's Playen. Ja, ja. Habe ich auch schon oft nachgedacht, Mario Maker, weil irgendwie... Ja, wir haben ja das Versus gemacht, aber ja, irgendwie ja nichts mehr. Irgendwie zeitmäßig. Ist immer scheiße. Mario Maker ist was Cooles da. Man braucht halt wirklich auch irgendwie Zeit und so. Und die Sache ist, ich bin ja auch so 100% süchtig und wenn man da natürlich dann einen schweren Modus noch hat, ja, viel Spaß. Und die Amiibos alle anlocken willst. Und da, so einer bin ich halt auch, ne? Der alle Amiibos haben möchte, Kostüme. Ja, also ich weiß nicht, ich hab, also eigentlich Mario Maker ziemlich cool und auch das Update. Was wolltest du sagen? Ich bin gerade die komplett falsche Richtung gerannt. Ich muss, glaube ich, selber erstmal beschützen gehen. Weil dann spawnt nämlich die Skulltula, das ist nämlich die Sache. Ja, auf jeden Fall, also... Na, aber es ist anscheinend geschafft. Och, okay. Ja, gut. Hat sich ja erledigt. Zu den Updates, Schlüsseltüren, ziemlich cool. Auch, ja, die Sache, dass man den Schlüssel halt dem Boss geben kann. Ja. Das ist extrem cool. Das hätte ich früher gebraucht. Als ich mein Bouncing Castle erstellt habe. Beim letzten Update habe ich nämlich so ein Level erstellt, was so ein Yoshi's Island Level, könnte man sagen, darstellen soll im Mario Maker. Jetzt wird's sogar noch ein bisschen besser gehen, so ein Yoshi's Island Ding, weil halt jetzt hast du auch noch die roten Münzen so gesehen. Wenn man es so sieht. Kannst du direkt noch mehr machen im Stil von Yoshi's Island. Eine Frage so nebenbei, wie viele Leben hast du eigentlich? Ja, ne? 170 Parts. Das ist ja nicht normal. Da kommt eine ganze Menge zustande, aber du hast ja gesehen, wie viel Damage die auch machen. Das ist der Wahnsinn hier im Hero Mode. So, gleich dürfte die Skulltula spawnen, da bin ich schon gespannt, wo die spawnt. Die Cutscene lasse ich jetzt einfach mal durchlaufen, weil ich jetzt währenddessen auf meinen klugen Zettel gucken kann. Mario Maker, ja! Wir nehmen das heute auf an den Tag, wo der Stream auch läuft. Da könnt ihr dann eigentlich die Emotionen von uns sowieso erfahren, aber der Stream ist wahrscheinlich dann sowieso schon gelöscht wegen Copyright, weil ich wieder Musik von euch laufen lasse. Wieso tust du sowas? Und aus dem Grund. Ja, da werden wir wahrscheinlich eine ganze Menge sagen. Ich denke, die meisten sind sowieso dabei, weil ich habe in den Kommentaren mitbekommen, dass ihr übelst Bock auf den Livestream habt. Okay, also jedenfalls, was ich sagen wollte dazu ist, Schlüssel finde ich irgendwie voll blöd, dass sie so Yoshi's Island mäßig hinter einem her dümpeln. Okay. Das ist ja, in Mario World konntest du dir ja in die Hand nehmen.
Und ja, das geht jetzt halt nicht mehr. Ich nehme an, das haben die gemacht, um Keyjumps und diesen ganzen Zeug da entgegenzusetzen. Aber das hätte ich voll gern gemacht. Ja, aber die roten Münzen, eigentlich eine coole Idee, aber ich habe echt Schiss davor, dass einfach... Ja, dass die übertreiben in der Community. Ja, dass die übertreiben und die einfach irgendwo hinsetzen, wo die einfach unfindbar sind und das Level halt einfach wirklich zu schwer wird. Ja. Das wäre halt richtig kacke. Ich kann mir auch vorstellen, dass da richtig kranke Challenges entstehen, also so Challenge-Räume und am Ende von jedem Raum hast du so eine Münze. Ja. Die Räume oder sind halt wirklich so gut wie unmöglich und dann verstecken die irgendwo tausende unsichtbare Items. Was geht hier eigentlich gerade im Spiel ab? Ach so, Riesenboss Spawn. Wunderbar. Jetzt krieg ich gut ein Problem. Zu wissen. Ja. Ich denke, wir sollten uns beeilen. Okay. Na ja, gut, wir können es jetzt podcastmäßig so 2 Stunden durchlabern. Ja. Einfach. Das könnten wir ganz bestimmt hier Ewigkeiten über das Update reden. Aber ich glaube, Mario Maker lassen wir jetzt erstmal sein. Splatoon, ja, das können wir schnell abhaken. Ja. Splatoon-Update. Ich habe absolut nicht mitbekommen, um was es geht. Erklär mich mal auf. Splatfest? Es gibt neue Waffen, neue Sachen beim Splatfest werden hinzugefügt, irgendwie, damit das Splatfest einzigartiger wird. Aber was war das Komische da mit den Waffen? Kommen da so Splatoon-Waffen jetzt in den Handel zu kaufen, zum Spielen für Kinder? Oder was war das? Was? Da hab ich das verpasst? Da wurden ja so komische Waffen gezeigt, die dann so eingepackt wurden. So, das Artie-Select-Ding da. Ich glaube, das war im Spiel. Das waren einfach neue Sekundär und das sah aus, als ob das irgendwie im Laden zum Kaufen ist, so eine Plastikwaffe. Okay, das wäre jetzt witzig, aber davon habe ich jetzt nichts gehört. Also eigentlich, Mario Splatoon-Update kann man, glaube ich, einfach nur sagen, gut, Spielperformance wird wieder verbessert, Ende. So, durch. Und neue Waffen. Ja. Obwohl die gesagt haben, dass es eigentlich vorbei ist mit den Updates. Aber gut, mir kann es ja egal sein. Ich hab dein Spiel in Level 9 oder so, ja. Ja, also ich weiß nur, dass der Rangkampf soll irgendwie verbessert werden. Kann ich aber direkt eine Ankündigung raushauen? Und zwar wird es wieder einen Livestream geben zum Splatfest, zum nächsten. Ist ja jetzt auch schon eins angekündigt worden. Welches? Was ging's denn da? Oh, ich weiß es nicht. Kannst du kurz auf eine Nintendo-Website und dann News gehen? Da ja. Ist das nämlich, oder auf Twitter von Nintendo, da ist dann nämlich das gepostet worden, so ein Bild zum Splatfest. Das ist nächstes Wochenende, soweit ich weiß, und da gibt's mir einen Livestream bei mir auf dem Kanal. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. So, wir springen weiter. Das nächste, was wir schnell abhaken können. Mario & Sonic Rio 2016. 3DS und Wii U. 3DS erscheint ja bald. Mal mitbekommen. Die 3DS-Version. Die interessiert mich aber relativ wenig, weil ich absolut kein 3DS-Fan mehr bin, irgendwie. Ich kann den nicht aufnehmen und finde so wenig Zeit zum Spielen. Jetpack oder Hoverboard? Genau. Also wieder so ein bisschen Zukunftsgedöns. Jo, tut mir leid. So ein bisschen zurück in die Zukunft. ja, was war ich jetzt? 3DS, genau. Ich finde relativ wenig Zeit für 3DS zu spielen. Und der größte Fehlkauf war irgendwie auch, boah, wie hieß das, Mario und Sonic, was für 3DS rausgekommen ist, das mit der gelben Verpackung auf der Wii U, ich weiß nicht, wie das hieß. Ja, das kaufe ich eh nie, weil ich mir denke, okay, das kann ich mir jetzt eigentlich auch sparen, wenn ich Sport machen möchte, gehe ich raus. Alles klar. Ja gut, bei mir wird die 3DS-Version einfach mal vorübergehen an mir, weil die juckt mich halt nicht. Aber ich werde mir die Wii U-Version wieder gönnen, die nebenbei erwähnt 4 Tage nach meinem Geburtstag und einen Tag vor dem Geburtstag meiner Schwester erscheint. Also am 24. Juni, für alle, die es interessiert, wird wahrscheinlich wieder kein Let's Play geben. Genauso wie bei der Sochi 2014? 14, ja. Habe ich auch hier rumliegen, ist irgendwie der größte Müll, den es gibt von Mario und Sonic. Hat aber Meilensteine, das fand ich witzig. Die habe ich letztens, das Spiel nochmal reingeworfen, weil ich Besuch hatte und habe mir gedacht, ja, macht bestimmt Spaß, da mit Freunden zu zocken. Und dann habe ich gesehen, oh, ja, guck mal an, da kann man ja was freischalten wie in Smash Bros. Das ist einfach so versteckt gewesen, die Meilensteine. Wahnsinn. Ja. Also für mich, ich werde mir die Wii U-Version holen. Wahrscheinlich gar nichts, ne? Nee. Ich hole mir dann nichts, weil ich denke mir, nee.
weiß nicht, es interessiert mich halt nicht so richtig. Alles genauso klar. Wie die, Mario Tennis Open für den 3DS oder was? Ja, Mario Tennis Ultra Smash. Die interessieren mich wirklich nicht. Weil Mario und Sonic ist nochmal was ganz anderes. Da hast du halt wirklich alles auf einmal. Aber ja, da hast du halt nur einen Spielmodi, zum Beispiel jetzt auch bei Ultra Smash, ne? Hast du nur einen Modi, der dann irgendwie tausendmal kopiert worden ist? Ich weiß nicht, ob du da ein Video gesehen hast. Ja. Und ich finde, das ist mir einfach zu wenig Gameplay für zu viel Geld. So. Ja. Gut, Mario und Sonic 2010, die Winterspiele, die für DS, die hatten noch einen Story-Mode. Ui. Okay. Wie auch immer man da eine Story reinbringen kann, okay. Die hatten eine Mega-Story, haben die da reingebracht. Also, das war wirklich episch. Ja, wir schaffen das, glaube ich, nicht. Kirby Planet Robobot. Kirby-Fan? Bist du Kirby-Fan? Eine gute Frage eigentlich. Ich weiß nicht, ich habe mir Kirby's Dream Land gekauft für Virtual Console, weil es mal 2 Euro gekostet hat und mir gesagt, okay, das habe ich auch durchgespielt. Ah, du meinst aber das sonst 3DS, ne? Den Gameboy-Teil. Nee. Ja, den Gameboy-Teil. Aber das war's auch. Mehr habe ich noch nie gespielt. Ich weiß nicht. Ja, Kirby's Dream Land ist halt was ganz anderes als die neuen Kirby-Teile, weil du da noch nicht die Fähigkeit hast, Fähigkeiten zu kopieren. Die Fähigkeiten zu kopieren. Ich glaube, jetzt ist das hier vorbei, ne? So aus, als ob ich die Mission geschafft habe. Bin schon durch. Warte mal, die Skulltula ist noch gar nicht gespawnt. Ja, ich bin durch. Oh. Und ich habe die Skulltula einfach nicht gefunden. Ist die gespawnt? War ich wirklich gerade auf der Drehen so konzentriert, dass ich nicht gesehen habe, dass die Skulltula irgendwo war? Oder war ich einfach zu blöd, irgendwie das zu machen, was von mir abgefordert wurde? Ups. Ich versteh's nicht, egal. Ich glaube, wir verschieben das dann auf den nächsten Part. Wollen wir okay, Kirby Planet Robobot noch abhaken? Also, ich weiß nicht, ich hab da nicht so viel zu sagen, weil ich, ja. Ist halt wieder ein 3DS Kirby, sieht aus wie, keine Ahnung, wie das Kirby-Spiel für 3DS. Ja, das andere für 3DS. Ich hab keine Relax, Ahnung. Ne? Genau. Sieht genauso aus, nur mit neuen Fähigkeiten. Neue Fähigkeiten, oh, da sind epische Fähigkeiten dabei. Da habe ich schon ein paar Artworks gesehen. Aber ich weiß gerade wirklich nicht welche. Ich bin so vergesslich einfach, Wahnsinn. 3D-Spiel, wie gesagt, hole ich mir nicht, weil ich kann es nicht aufnehmen. Und letzten Endes. Also bestimmt wird's cool. Bestimmt wird's cool, ja, aber... Triple Deluxe fand ich auch episch. Habe ich ja ein Let's Play gesehen. Sah cool aus. Aber, wie gesagt, ich finde einfach keine Zeit dazu, das zu spielen. Ja, ich werde auch nicht kaufen. Was mich aber viel mehr interessiert, von Kirby, jetzt mal, ne, gesagt, ist das neue... sind die neuen Amiibos. 4 neue Amiibos kommen ja gleichzeitig raus mit Kirby Planet Robobot. Und zwar eine neue Kirby, DDD, Meta Knight und die allererste Waddle Dee Amiibo. Die wahrscheinlich mit dem Spiel kompatibel sind, so wie mit weiteren Spielen kompatibel sind. Und ich überlege wirklich, ob ich mir die Kirby und die DDD Amiibo zuleg, weil die sehen doch relativ cool aus. Ich fand die Kirby Amiibo von Smash Bros. Auch relativ cool. Der sah so niedlich aus da, wie der einfach da sitzt. Ja. Und jetzt ist es halt so ein Kirby auf so einen Stern, ich weiß nicht. Ups. Sind beide irgendwie cool. Muss ich noch überlegen, ob ich mir die zulege. Wie sieht's bei dir aus? Irgendwas noch da hinzuzufügen? Ich habe kein Geld für Amiibos. Alles klar, das ist wunderschön zusammengefasst. Wenn ihr den Lolli unterstützen wollt, dann guckt auf seinen Kanal vorbei, seht die Videos an, überspringt bloß nicht die Werbung vor seinen Videos und Ich hab die nicht monetarisiert. Aber danke. Und gebt ihm Geld. Ansonsten bekommt ihr jetzt dann gleich die Skulltula eingeblendet und ich denke, wir machen direkt weiter mit der nächsten Mission, würde ich sagen. Yeah.
Und sprechen dann weiter über die Direct. Da haben wir ja noch eine ganze ganzen Stuff vor uns. Das heißt, Donnerstag wieder einschalten, dann geht's weiter mit der Direct und unserer Meinung. Soll ich auch noch Tschüss sagen? Ja, du kannst noch Tschüss sagen. Oh. Tschüss.